Mein Name ist Tobias Denzler. Wir sind hier auf dem Monte Verita, ein Hügel oben an Ascona. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier oben ein Casa del Té mit einer Teeplantage. Die Teeplantage hat man vor 12 Jahren angepflanzt. Das war die erste Teeplantage auf dem europäischen Festland. Und seit etwa 6-7 Jahren ernten wir regelmäßig einmal im Jahr Tee ernten und zu Grüntee verarbeiten. Der Teegarten ist nach japanischem Vorbild angelegt worden. Die Teebäume sind in Reihe gesetzt worden. Es hat auch Steinhäuschen drin, wo man in Japan auch finden kann. Und es ist ein Ort, der eigentlich zur Ruhe, fast ein bisschen zur Meditation einlädt. Wenn man den Schritt macht in eine Teeplantage, dann tritt man fast wie in eine andere Welt ein. Und die Meinung ist eigentlich, dass wenn man den Übergang macht, was da, dass man darf seine Alltagssorgen draussen lassen, vor dem Tor, und die Ruhe geniessen im Teegarten in der Teeplantage. Und zu dieser Teeplantage gehört auch ein Teehaus, das im japanischen Stil eingerichtet ist, wo wir Tee verkaufen, Tee servieren, Tee-Degustationen machen und auch japanische Teezeremonien. Die japanische Teezeremonie ist eine Form, eigentlich kann man sagen, eine perfektionierte Form, wo ein Gastgeber oder eine Gastgeberin einen Gast oder Gast willkommen heisst. Zum Teemeister zu werden, muss man in Japan 10 Jahre studieren und die Handlungen ganz genau lehren. Es ist ein langer Weg, ist ein Teeweg, und das können wir nicht einfach so. Darum machen wir das hier auch nicht selber. Bei uns macht die Teezeremonie eine japanische Teefrau. Sie heisst Erisan und kann das sehr gut und macht das schon sehr lange. Für viele Gäste, die hier kommen für die japanische Teezeremonie, ist es das erste Mal, dass sie so eine Teezeremonie erleben. Und es ist relativ schwierig zu beschreiben für uns Europäer, was eigentlich die ganze Teezeremonie beinhaltet. Wir versuchen, die Leute darauf hinzuweisen oder zu informieren, dass es eigentlich ein Ritual ist, wo man in Ruhe und Achtsamkeit zusammen Schale Tee, Matcha-Tee, kann trinken und die Gemeinsamkeit mit dem Gastgeber kann geniessen und aufnehmen. Die japanische Teezeremonie hat eigentlich 4 Hauptelemente, die probieren zu kreiert werden in dem Moment, wo man zusammen Tee trinkt. Das sind die 4 Aspekte von Reinheit. Also die Gastgeberin tut sich lang vorbereiten, putzt den ganzen Tee rum, den Teegarten macht sie parat und tut alles reinigen. Aber mit dieser Reinigung ist es eine äußere Reinigung, aber sie reinigt sich auch selber innerlich. Darum sagen wir am Gast auch, er soll probieren, sich innerlich auch reinzumachen für den Moment der Zeremonie. Der zweite Aspekt ist Respekt. Die ganze Handlung läuft sehr respektvoll ab zwischen Gast und Gastgeber. Respekt ist eine sehr hohe Tugend. Das dritte Element ist Ruhe. Während der Teezeremonie wird eigentlich nicht viel geredet. Es ist eine Handlung. Ein gemeinsames Tee trinken, wo in Ruhe und Achtsamkeit stattfindet. Und das vierte Element ist Harmonie. Also die Gastgeberin, die Teemeisterin versucht, einen Moment zu kreieren, eine Atmosphäre von Harmonie, wo sich der Gast wohlfühlt und die Gastgeberin auch. Und manchmal sagt man, sie probiert, einen Moment zu kreieren, wo jeder sein Herz in die Mitte legen kann. Thank you very much.